Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen ETS2-Video hier auf Alpha Logistik. Heute geht es mal von hier nach da, auf jeden Fall ein bisschen über die RusMap, mal wieder. Letzte Woche sind wir, glaube ich, hier hingefahren, zu Giretka mit dem Actros MP2. Und heute fahren wir einfach mal nebenan bei DHL mit dem DAF 95 ATI los, der sich gewünscht wurde, und werden so ein bisschen über das neuer Update über die 1.42 sprechen, die der ETS2 ja bekommen hat, auf der ich aber nicht momentan unterwegs bin. Also ich fahre tatsächlich noch auf der 1.41, habe noch nicht auf die 1.42 geupdatet, beziehungsweise habe von der 1.42 wieder zurück auf die 1.41 geupdatet, was den einfachen Grund hatte, dass ich die 1.41 beziehungsweise dass die 1.42 bei mir noch nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte, dass viele Mods inkompatibel sind und ich deswegen tatsächlich diesmal so ein bisschen hin und her patchen werde, was ich ja eigentlich nicht mache und überhaupt nicht mag, weil das unter anderem Spielstände zerschießen kann. Aber diesmal werde ich es tun, ich werde mir eine Sicherheitskopie von meinen Spielständen anlegen und dann werden wir ein bisschen zwischen 1.42 und 1.41 hin und her patchen. Der Mod-Support im Multiplayer, den habe ich irgendwie noch nicht so wirklich zum Laufen bekommen. Beziehungsweise, wenn ich dann Mods aktiv hatte und auch eine Multiplayer-Sitzung aufgemacht habe, konnte mein Kumpel, mit dem ich spielen wollte, meine Multiplayer-Sitzung gar nicht mehr sehen. Das habe ich irgendwie alles noch nicht so richtig verstanden. Damit müssen wir uns alles nochmal, also mit allem nochmal ein bisschen auseinandersetzen. Haben wir auch ein bisschen zwischen Tür und Angel spät abends versucht und muss man sich auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit für nehmen und das ganz ruhig und gediegen probieren, und ich glaube, dann wird es auch funktionieren. Bei den meisten Leuten funktioniert es ja auch. Es kommt nur immer ein bisschen auf die Mods an, logischerweise, die man dann benutzen will. Aber ich finde es an sich schon mal gut, dass SCS Software jetzt Mod Support in den Multiplayer bringt, weil das war ja einer der größten Wünsche der Community für den Multiplayer, dass wir endlich Mod Support kriegen, und der ist jetzt da. Und natürlich läuft noch nicht alles fehlerfrei, weil das Update 1.42 noch in der Beta ist, ganz klar. Aber der Mod-Support ist da und wir können uns in Zukunft definitiv darauf freuen, im Multiplayer über die unterschiedlichen Maps mit den unterschiedlichen Fahrzeugen zu fahren. Denn ich habe auch schon Videos gesehen, wie Leute, also das war jetzt aus dem russischsprachigen Raum, wie Leute Maps eingefügt haben in den SCS-Multiplayer und dann zusammen über die Maps gefahren sind. Und das ist natürlich echt geil. Die haben sich da irgendwie eine riesengroße Russland-Map gebastelt und genau. Wenn dann die Pro-Mods mit der 1.42 kompatibel ist, heißt das, dass wir ein bisschen Spaß mit der Pro-Mods im SCS-Multiplayer mit KI-Verkehr und mit Fahrzeugmods haben werden. Und da habe ich in meinem Kopf schon wieder ganz viele verrückte Ideen, was man dann alles machen kann. Das ist dann also dieses Jahr ist für den ETS und für den ATS logischerweise auch echt eins der besten Jahre aller Zeiten, weil so viel cooler neuer Content reinkam. Erst die Grafiküberarbeitung. Dann die Überarbeitung von Süddeutschland bzw. Nordkalifornien. Dann kam Iberia raus, Wyoming kam raus. Im ATS haben wir dieses Jahr ein oder sogar zwei neue Trucks bekommen. Im ATS haben wir auf jeden Fall zumindest den neuen International bekommen. Und im ETS2 haben wir das Facelift von Renault bekommen und wir haben den DAF XG bekommen und der DAF XF kommt wahrscheinlich dieses Jahr auch noch. Also es ist echt momentan sehr viel los bei SCS, beim ETS2 und beim ATS. Es kommt so viel neuer und auch guter Content mit den Updates rein. Und in naher Zukunft bekommen wir ja auch noch neue Landstraßen in Iberia, was immer so mein größter Kritikpunkt am Iberia DLC war. Und zusätzlich dazu wird ja auch Österreich in einem der nächsten Updates überarbeitet werden. In der 1.2. Ich habe eigentlich gehofft, dass es in der 1.42 schon kommt. Aber jetzt ist die 1.42 ja schon in der Beta. Und da ist noch nichts von diesen Sachen drin. Vielleicht werden die ja noch nachgereicht oder kommen dann wirklich irgendwann später mal in einem der nächsten Updates. Was aber auf jeden Fall safe in der 1.42 kommt, ist der Mod-Support für den Multiplayer. Und das Force-Feedback haben sie irgendwie angepasst. Da habe ich mich aber jetzt noch nicht so mit auseinandergesetzt. Sprechen wir aber vielleicht bei Zeiten auch nochmal drüber. Ich freue mich aber erstmal über den Mod-Support im Multiplayer, was definitiv das Beste ist, was sie mit dem Multiplayer anstellen konnten. Sie müssten meiner Meinung nach die Spielerzahlen gar nicht so groß erhöhen. Wir haben 8 Spieler pro Lobby, das ist okay. Also für mich reicht's. Aber was sie meiner Meinung nach auf jeden Fall machen müssen, ist den Mod-Support gut zu implementieren. Das habe ich ja schon von Anfang an gesagt. Und auf dem Weg sind wir jetzt und die ersten Mods funktionieren auch schon und das ist natürlich
einfach nur tip top und so sollte es sein. Eure Meinung dazu gerne unten rein, so wie immer, und was ihr euch generell noch für den SCS-Multiplayer wünscht. Vielleicht werde ich noch eine Folge darüber machen, was ihr euch, oder beziehungsweise in einem Video darüber sprechen, was ihr euch generell für den ETS2 und den ATS noch so wünscht. Aber ich glaube, das sprengt erstmal ein bisschen den Rahmen und wir sprechen erstmal darüber, was ihr euch für den Multiplayer noch so wünscht. Das heißt, wenn ihr da noch Wünsche habt, was SCS auf jeden Fall machen soll, immer unten rein damit, und dann sprechen wir dabei Gelegenheit mal drüber. Genau, wenn ich über den Truck schon gesprochen, mit dem ich heute unterwegs bin, DAF95 ATI von XBS. Sehr, sehr geiler Mod, fahre ich immer noch unglaublich gerne, auch wenn ich den Mercedes SK ein bisschen cooler finde und den MAN F2000, der hoffentlich bald kommt, ja auch. Auch ein Wunsch von einem von euch. Und hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Muss ich ehrlich sagen, sind wir auch, glaube ich, das letzte Mal in einem Video gefahren im Juni, als der neue DAF XG ins Spiel kam. Aber davor schon lange, lange, lange nicht mehr. Und deswegen wurde es auch einfach wirklich mal wieder Zeit, den DAF 95 ATI auszupacken. Und XPS hat ja noch den anderen oder den ein oder anderen LKW so rum, den man mal in einem Video fahren könnte. Die von XPS sind ja sowieso mit die besten Mods, meiner Meinung nach. Also zumindest die, die ich so ziemlich am liebsten fahre. Das sind so die von XPS und von Dotec. Wenn man die jetzt auf, also wenn man jetzt nach den Entwicklern der Mods geht, Alter. Das war eine interessante Bodenwelle. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht mehr, ob es da ein Tempolimit gab. Vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen. Aber wenn man so nach den Erstellern der Mods geht, dann sind Dotec und XBS definitiv die besten, was die Free Mods angeht. Und es gibt aber natürlich auch noch andere sehr, sehr gute Truck Mods, wie zum Beispiel den Ford F-Max. Oder auch den, na komm, sag schon, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Und da war eine rote Ampel und ein Blitzer. Der Iveco Turbo Star, das war's. Der Iveco Turbo Star ist natürlich auch mega. Und gehört definitiv auch zu den besten Mods. Und auch Schumi macht sehr gute Mods, auch wenn die vom Umfang her nicht so krass sind. Er macht halt immer diese kleinen, ja, Reworks von den normalen SCS-Trucks, die wir schon im Spiel haben. Was definitiv auch gut, richtig und auch wichtig ist und was viele Trucks auch nötig haben, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Okay, die Stadt ist jetzt nicht ganz so hübsch, ist noch ein ganz alter Rust-Map-Bereich. Aber die Brücke hier finde ich trotzdem geil und auch die Aussicht da hinten auf die Plattenbauten und auch hier auf die Stadt und auf diese typischen Türme, das gefällt mir trotzdem alles echt gut. Aber man sieht natürlich auch vor allem an den Gehwegen und an den verwendeten Assets für die Straßen und für die Kreuzungen, dass der Bereich der Rustmap hier auch schon wieder ein bisschen was älter ist. Aber gut. Wir warten jetzt noch kurz an der roten Ampel, biegen dann rechts ab und dann sind wir tatsächlich auch schon angekommen. Wie gesagt, Vorschläge für weitere Themen, Trucks und Strecken wie immer gerne unten rein. Und auch Ideen, was man so im SCS-Multiplayer für Mods fahren kann, welche Mods im ETS-Multiplayer, also im SCS-ETS-Multiplayer gut funktionieren, gerne unten rein. Ob Fahrzeuge oder Maps ist eigentlich egal. Bin da auf jeden Fall, hab da auf jeden Fall Bock, alles auszuprobieren. Die Verkehrsführung finde ich aber cool, dass man rechts abbiegt, unter die Brücke drunter und unter der Brücke durchfährt. Das ist eigentlich was komplett Einfaches und was komplett Normales, was aber im ETS irgendwie nicht ganz so häufig vorkommt. Aus irgendwelchen Gründen. So, jetzt würde ich sagen, parken wir nur noch ein, machen es uns da wie immer leicht und gehen auf Nummer sicher. Und dann bedanke ich mich wie immer schon mal bei euch fürs Dabeisein. Wünsche noch einen wunderschönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.